Diesen Krieg zu finanzieren ist nicht das einzige Verbrechen, das Gazprom momentan verbricht. Das Gas, das wir hier in Deutschland konsumieren und das durch die Pipeline Nord Stream 2 kommen soll, wird aus indigenen Territorien gefördert. Die Förderung dieses Gases macht es unmöglich für die indigene Gemeinschaft in Lenex, ihre Rentiere zu halten, wie sie das seit Jahrhunderten gemacht haben. Eine Community, die sowieso schon vom Klimawandel extrem betroffen wird, wird von der Gasindustrie zusätzlich nochmal unterdrückt und die Lebensgrundlagen dieser Communities zerstört. Eine Gaspipeline, die bereits vor der Invasion der Krim, nach der Invasion der Krim durch Russland gebaut worden ist und die jetzt, wo die Bundesregierung nichts anderes zu wissen, zu tun weiß, als mit dem bösen Finger zu zeigen und jetzt die Nord Stream 2 Pipeline als Druckmittel benutzen möchte. Eine Pipeline, in der übrigens auch ein riesiges Unternehmen, das größte unabhängige Gas- und Ölunternehmen Deutschland, Wintershall Dea, das ihr Lobbybüro nicht relativ weit von hier hat, ist auch massiv an der Finanzierung dieses Projektes beteiligt. Und es ist ein unfassbar wichtiger Moment für alle sozialen Bewegungen, für die Klimabewegungen hier auch, jetzt für erneuerbare Energien einzutreten und auf die Straße zu gehen. Denn das einzige realistische politische Szenario, das aus der Blockade oder aus der dem vorläufigen Halt der Nord Stream 2 Pipeline resultieren wird, ist, dass mehr LNG-Gas, unter anderem aus den Staaten, gefracktes Gas, auch von indigenen Territorien, aus indigenen Territorien, aus Texas beispielsweise, gefördert wird, nach Gas und nach Deutschland und nach Europa importiert wird. Es ist jetzt der Moment, für erneuerbare Energien und eine Demokratisierung der Energieproduktion und der Verteilung einzustehen und auf die Straße zu gehen hierfür. Nicht nur am Weltwassertag, der in 2 Wochen stattfinden wird, denn auch Fracking ist ein unfassbares, unfassbar umweltschädliches Unterfangen, was Grundwasser verschmutzt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, aber für das LNG, was aus Texas nach Deutschland gebracht wird, in Texas gibt es nicht genug Wasser, um das LNG zu fördern. Es ist ein unglaublich wasserintensives Verfahren. Und für die Extraktion des LNGs, des Liquefied Natural Gas, wird Wasser aus Mexiko nach Texas gefördert, damit wir hier wiederum Gas konsumieren können. Es geht also nicht nur darum, um Gasform, es geht nicht nur um Wintershall, es geht um Konzerne, die in Ländern des globalen Südens und vor allem indigene Communities unterdrücken und ihre Lebensgrundlage zerstören, damit wir hier im globalen Norden billiges Gas konsumieren können. Wir stehen also heute hier, aber wir werden auch in der Zukunft nicht nur in Solidarität mit der Ukraine, sondern auch mit allen unterdrückten und most affected people in most affected areas stehen. Ich würde sagen, es ist Zeit für ein Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Danke.